Hallo, liebe Schüler, willkommen zu einem Tutorial in dem Programm SketchUp, wo ich euch zeigen möchte, wie ihr mit diesem Programm den Teufelsknoten oder Zimmermannsknoten bauen könnt. Am Anfang ist immer alles neu und anders, doch ich möchte euch zeigen, dass es ganz leicht geht, wenn ihr euch meine Videos anschaut, dann werdet ihr sehen, dass das gar nicht so schwer ist. Hier oben habt ihr zum Beispiel stehen, wie das Programm heißt. Es heißt SketchUp Make 2017 und darunter findet ihr eine Menüleiste. In dieser Menüleiste gibt es einen Punkt, der heißt Ansicht. Und mit diesem Punkt Ansicht können wir das Programm einstellen. SketchUp ist ein Programm, mit dem man Dinge erstellen kann und man kann hier zum Beispiel Werkzeuge hinzufügen und das brauchen wir. Wir brauchen Werkzeuge zum Navigieren, das heißt zum Steuern der Ansichten und das nennt sich auch Ansichten. Dann brauchen wir einen großen Funktionssatz, was nichts anderes bedeutet als einen großen Stapel Werkzeuge, mit denen man Dinge machen kann, wie ein Radiergummi, einen Farbeimer, quasi einen Farbpinsel, einen Bleistift, womit man etwas zeichnen kann, ein Rechteckwerkzeug und ein Messwerkzeug, ein Maßband und eine Hand. Das, was diese Dinge können, erkläre ich euch im nächsten Video. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine Funktion, die heißt Standard. Und wenn ihr diese Funktionen angeklickt habt, müssten sie bei euch erscheinen. Manche werden vielleicht so erscheinen, dass sie hier klicken oder hier liegen oder das ist gar nicht da. Jedenfalls nehmt alle Häkchen heraus, außer diese drei. Schauen wir es uns nochmal an. Ansichten, großer Funktionssatz. Und Standard, keine anderen sind angeklickt und dann sollte ein anderes angeklickt sein, dann klickt bitte nochmal drauf und nehmt es weg. Und jetzt sollten wir diese Objekte hier hin verschieben. Man kann sie hier vorne anfassen, da gibt es so gepunktete Anfasser und damit schiebe ich mir das hierher und da das praktisch ist, wenn das Ganze ein bisschen höher ist, gebe ich es hier hin und auch dieses Werkzeug gebe ich hier hin. Durch Doppelklick kann ich das da einhängen und dieses Werkzeug kann ich auch hier oben hinschieben. Nochmal nach oben, so liegen sie schön nebeneinander. Das ist der erste Punkt, den wir alle machen müssen.